Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 22 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben leider 1:2 gegen Mainz verloren. Wir müssen als nächstes im 3D-Modus gegen Borussia Mönchengladbach spielen. Dazu nehmen wir unsere Rotation 2. Inder, du Inder. Und gehen in die Trainingswoche. Das Kiel ist nur noch frische 74%. Das ist nicht viel. Da müssen wir gucken, dass das wieder besser wird, aber der war ja auch verletzt. Also hol ich die Fitness oder die Frische wieder rein jetzt die Woche, hoffe ich. So, neuer Gegenstand und der Hintergrund verfügbar, schön für euch. Weiter geht's. Timo Hübers hat Trainingsziel erreicht, Justin Diehl hat Trainingsziel erreicht. Gucken wir uns jetzt mal an, was die haben. Neuer Jugendspieler entdeckt, oh sicher, sicher. Koljec, Mittelfeldspieler ist das. Gucken wir uns den gleich mal an. Nicht jetzt, wenn das Spiel zu Ende ist. Also morgen besser gesagt. Unser zweiter hat 0:0 gespielt. Gegner, Gegenstand oder Hintergrund, das interessiert mich kaum. Hübers hat sein Trainingsziel erreicht. Gucken wir uns den mal an. Ja, kann damit Antritt weiter trainieren. Justin Diehl hat sein Trainingsziel erreicht. Was hat er erreicht? Ja. Mittelstürmer hat er erreicht und Robustheit. Ja, Robustheit ist wichtig. Gerade beim Stürmer, ey. Was machst du jetzt noch? Schusskraft trainierst du noch. Und let's go. Die Jugendspieler gucken uns morgen an in aller Ruhe. Wir gehen eine Runde golfen. Und dann geht's los im 3D-Modus gegen Borussia Mönchengladbach. Alle. So, dann gucken wir mal, was wir gegen Gladbach erreichen. Jetzt wollen wir doppelte Geschwindigkeit machen. Damit es alles ein bisschen schneller vonstatten geht hier. Nichts passiert, sehr gut. Auf geht's in den Sturm, mein Freund. Hey, das war ein Foul. Und 1:0 für uns durch Duda. Sehr gut. So muss das sein. So gefällt mir das. Wenn die jetzt so im Textmodus und Videotextmodus auch so spielen würden, dann wäre ich sehr zufrieden. So, und weiter geht's. Na, 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 Freundchen. Das war ein bisschen zu schnell. Und 1:1 durch Player. Meine tolle Wurst. Da hat man sich endlich mal gefreut, dass man führt. Da ist er wieder weg, die Führung. Aber 2:1 durch Obutz. Sehr schön. Da lacht das Herz doch. Da lacht doch das Fußballherz. Na, 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 na.
üppen püppen. Nichts passiert. Außer Späße nichts gewesen. Auf Kameraden. Hey, aufpassen. Nichts passiert. Ecke. Die kecke Ecke. Nichts passiert. Außer Spesen nichts gewesen. Huyeng Huzeng. Mümmelum de Ägerum. Immer weitergehen. Jungelchen. So, Otelinho, ey, faul, Freistoß für uns. Gelbe Karte für Neuhaus. So muss das sein. Na, 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 Kameraden. Nichts passiert, außer Spesen nichts gewesen. Und leider nichts passiert. Aber jetzt 3-1, der Schmack gut. Sehr gut. Das sagt mir doch zu, würde ich sagen. 3-1 zur Halbzeit. 5:3 Schüsse oder Chancen und 5:1 Torschüsse. Und let's go. Wir gehen nur einmal Co-Trainer, macht die Auswechslungen. Co-Trainer macht die Ansagen. Und weiter geht's. Wenn die mal so spielen würden im Videotextmodus oder im Textmodus, dann wäre ich zufrieden, aber so ist das nur ein Hin und Her. Mal gewinnen wir, mal verlieren wir. Das geht so gar nicht. Naja, mal gucken, wie das noch weitergeht. Wir haben natürlich auch nicht die stärkste Mannschaft. Ich versuche mal das möglichst und Beste rauszuholen. Also, nächste Saison werden auf jeden Fall neue Spieler geholt und die Mannschaft wird ein bisschen verjüngt. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen, soweit es mir möglich ist. Ich muss natürlich auch gucken, dass die Kohlen stimmen. Wenn die Kohle nicht stimmt, dann kann ich es auch vergessen. Auf jeden Fall werden wir für nächste Saison den Jonas Hector verkaufen. Warum den Jonas Hector verkaufen? Weil er schon 31 ist oder nächste Saison sogar 32. Da kann man nichts gebrauchen. Und 4-1 durch Obots. Und wir kriegen nächste Saison Katterbach ja auch von der Leihe zurück. Das heißt, dann ist der Jannis Horn und der Katterbach dann Stammspieler. Jonas Hector kann man nämlich auch für ein bisschen Kohle verkaufen. Dann kann man nämlich auch im Transfer auch tätig werden. Ein bisschen was jüngere Spieler kaufen und so weiter. Und wir müssen gucken, was wir aus der Jugend eventuell hochkriegen. Das steht aber noch nicht so ganz fest. Ecke für Gladbach. Nichts passiert. Unser Ball. Schwäbe, sehr gut gehalten, mein Freund. Deswegen würde ich die Geschwindigkeit der Spieler erhöhen, damit die Stürmer, wenn sie da solche Chancen haben wie eben, dass die da auch schneller hinkommen zum Ball. Und man möchte so wenig wie Geld wie möglich ausgeben, weil man kann ja sagen, man müsste halt schnellere Stürmer kaufen, aber wenn man keine Kohle hat, kann man nichts kaufen, so ist es eben. Dann müssen wir das antrainieren und das dauert halt seine Zeit, so ist das eben. So, gleich ist das Spiel vorbei. Wir führen 4-1. Das dürfte gelaufen sein. Ich muss nur sehen, dass die sich jetzt stabilisieren mit den Ergebnissen. Dass wir also im Videotextmodus und im Textmodus
besser abschneiden. Da muss noch besser werden, das ist mir noch zu schwach. Im 3D-Modus sieht das alles sehr gut aus, nur im Videotext und Textmodus halt nicht. Aber mal gucken, vielleicht wird es hier noch was. Die müssen sich erstmal auf neue taktische Einstellung einspielen oder immer trainieren und so weiter. So, wir haben 4-1 gewonnen, 15 zu 11 Chancen und 7 zu 4 Torschüsse. So gefällt mir das doch. So muss es sein. Sehr gut. 4-1 gewonnen. 2 Tore durch Obotz. 1 Tor durch Duda und 1 Tor durch Ott. Sehr gut. Da kann man nicht schlecht meckern, sozusagen. So, Bauhof wurde abgeschlossen. Das kostet jetzt 2 Millionen. Das kann man uns, glaube ich, nicht leisten. Nee, aber nicht. Machen wir die Plakatwand. Damit wir dann 1% mehr Sponsorengelder bekommen. Das wäre wirklich. So, gut. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen zum Spiel gegen Arminia Bielefeld im Textmodus wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao.